Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ja, herzlich willkommen, Weekend League und so, ne? Ja, schauen wir mal, es ist jetzt Samstagabend. Ich hatte ja gesagt, oder Nacht, es ist Samstagnacht, sorry. Ich hatte ja gesagt, dass ich nicht so die Zeit habe, leider samstags zu spielen. Freitag hatte ich dann auch keine. Und jetzt haben wir immer noch 20 Spiele. Ich will einfach mal gucken, wie es gerade läuft. Wenn ich, also ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, aber wir hatten jetzt erst zwei Spiele, wo ich ein gutes Gefühl hatte. Zwar auch gewonnen habe, aber eigentlich nur, weil der Gegner so schlecht war. Weil ich selber habe eigentlich nicht gut gespielt. Und naja, ich habe ich ein gutes Gefühl, dann mache ich noch eine Aufnahme. Habe ich kein gutes Gefühl, dann habe ich halt Pech und muss halt am Sonntag einfach 19 Partien spielen. Und am Sonntag spiele ich dann logischerweise die 19 Partien einfach. Egal, ob ich mich gut fühle oder nicht. Weil dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Ja, das war alles zum Vorwort. Ich würde sagen, wir fangen an. Der hat keinen Vertrag mehr. Verstehe nicht, warum er mir nicht immer am Anfang empfiehlt, einen dieser extrem vielen Verträge zu nehmen, die ich habe. Normale Goldverträge, aber okay. So, lalilalilalilu. Okay, ich versuche natürlich trotzdem so gut wie möglich zu spielen, Konzentration hochhalten, abwechslungsreich spielen, keine billigen Fehler im Aufbauspiel und ganz wichtig, in der Defensive gut stehen. Und natürlich Chancen nutzen. So, wieder mal der schnelle Musa und das andere ist, glaube ich, Martial und der rechte Flügel fällt mir jetzt nicht ein, aber es sind auf jeden Fall wieder schnelle Spieler. Ansonsten Bekovic, den man nicht ganz so oft im Tor sieht. Man sieht, glaube ich, sogar eher Karius, das ist, glaube ich, noch ein 82er Torhüter als Bekovic, aber es kann sein, dass Karius einfach die interessanteren Werte hat, das weiß ich jetzt nicht genau, ich habe die natürlich nicht im Kopf. So, ganz in Ruhe anfangen. Keinen Stress machen. Sehr schöner Pass. Schade. Ich hätte, glaube ich, einen Tick eher oder einen Tick sp später passen müssen, dann wäre das, glaube ich, durchgegangen. So, aber vielleicht macht Lacazette jetzt eins. Und! Oh, wir kommen leider nicht zum Nachschuss. Scheiße. Oh, das war richtig dumm von mir, aber glücklicherweise konnten wir ihn dann dadurch so verwirren, quasi, durch diese dumme Aktion. Sehr geil. Nicht so geil. Was war denn das für ein Pass? Niemand ist da, um den zu holen. Sehr gut von Palois. Was macht ein Palois so weit vorne? Das war schnell mal ins Mittelfeld oder wie? Boah, ich wollte gerade sagen, was für ein geiler Pass. Warum hält denn da Grosicki nicht einfach den Fuß rein? Dann hat er ihn doch. Er läuft neben ihm lang dabei. Eigentlich war der Pass geil. Ein bisschen zu straff halt. Oh, das macht er gut. Das macht Varane wieder mal gut. Das ist wirklich ein Spitzen-Innenverteidiger. Ein bisschen zu sehr, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Beim Abschließen habe ich so gedacht, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig aufgezogen. Das war ein Foul, aber es war, glaube ich, ein Strafraum und so ein Foul wird halt im Strafraum nicht gepfiffen, sondern erst nur außerhalb des Strafraums, nicht erst, sondern außerhalb des Strafraums. Flanke kam jetzt komplett merkwürdig. Da, wo die Flanke im Endeffekt hinkam, habe ich gar nicht hingeschaut, weil ich, ja, wie gesagt, gar nicht damit gerechnet habe, dass die da hingeht. Ja, der Pass von Ribéry kam schlecht. Mist.
Oh, da hat er Glück. Das war ein normaler Pass, und Alonso macht leider einen Laufpass draus. Alter, so ein. Nicht aufregen, das schaffen wir noch, das drehen wir noch locker, das Spiel. Einfach nur gelackt, sorry, da verliert halt im Mittelfeld 300 Mal den Ball und dann bekommt er irgendwie so einen glücklichen Pass hin und macht dann damit das Tor, also sorry, aber das war einfach nicht verdient. Jetzt einfach nicht aufregen, sondern anständig weiterspielen, was ich gerade gesagt habe, aber nicht anständig, so wie gerade wie vorher weiterspielen. Vor allem das Defensivverhalten von mir war halt super gut, es war quasi. Können wir froh sein, dass es nicht 2-0 steht? Wäre halt auch sehr merkwürdig, der Spielverlauf. Aber das wäre halt verdienter gewesen als das erste Tor, weil das war auf jeden Fall besser rausgespielt. Da hat er uns mit einer guten Richtungsänderung stehen lassen. Aber jetzt einfach konzentriert weiterspielen. Komplett frei gewesen, Lacazette. Wenn die Flanke halt kommt, köpft ihn wahrscheinlich daneben. Aber einfach jetzt konzentriert weiterspielen. Hier ist alles noch drin. Das Spiel drehen wir jetzt einfach. Hat man auch schon rausgespitzelt den Ball. Krasser Schuss auf jeden Fall. Aber den hat man halt auch schon den Ball. Haben wir auch rausgespitzelt vorher. Ich habe eher auf passend gedrückt. Has indicated there will be a minimum of 2 minutes added time. Okay, wir schauen mal, ob wir auf 4-3-2-1 wechseln. So ein ärgerliches Gegentor wieder mal. Aber nicht aufregen, nicht aufregen. Nicht das erste Spiel, was wir drehen. Gucken, ob die Formation besser funktioniert. Alter, wir haben so geil krass auf den Ball rausgeholt im Mittelfeld. Man hat eigentlich so viele einfache Aufbaufehler gemacht, die wir meiner Meinung nach nicht gemacht haben. Ich verstehe nicht, warum Ribéry nicht eher losläuft. Aber ich bin gerade komplett also ich muss erstmal wieder ins Spiel reinfinden, habe ich das Gefühl. Komplett den Faden verloren. Damit nicht drängen lassen. Ich muss einfach dranbleiben. Auf solche Fehler warten und jetzt einfach mal in Ruhe das ausspielen. Dann schießen wir hier auch ein Tor. Steht Player einfach schlecht. Das macht er leider gut. Der letzte Pass war gut. Der letzte Pass war leider gut. War halt kompletter Fehler von Varane. Ich weiß nicht, warum er da tackelt. Ich verstehe es einfach nicht.
So sinnlos, das ist wieder. Also ich konzentriere mich jetzt und versuche dieses 2-0 noch zu drehen, weil es ist einfach ein Gegner, da müssen wir und dürfen wir nicht verlieren. Der ist definitiv schlechter. Der letzte Pass war halt wirklich gut. Der letzte, ich habe halt gedacht, er schießt jetzt einfach drauf, macht er halt nicht, sondern passt nochmal auf den besser positioniert. Dann muss man ihn wirklich zugute halten. Der war halt wirklich gut gemacht. Aber er hat halt auch einfach wieder so ein Glück gehabt. Das erste Tor war mega lucky. Haben wir im Mittelfeld 100 Mal den Ball. Und das zweite war halt einfach nur ein komplett krasser Fehler von Varane, den ich ein ganzes Spiel über hier lob. Und dann, ja, was ist das für eine Scheiße? Und das ist jemand, der gerne abwartet, wie es aussieht. Den nicht so ganz, wieso? Man hat das Gefühl, dass die Formation nicht wirklich besser funktioniert, oder? Ich weiß nicht, ob ich noch einen Angriff warten sollte. Hat mal wieder einen Ball. Letzter Angriff in der Formation. Der Laufweg von Lacazette sah komplett anders aus, meiner Meinung nach. Wieder haben wir den Ball gehabt. Ich wechsle jetzt wieder. Es ist echt gerade schwer, hier ruhig zu bleiben, weil das ist schon wieder ein Spiel, das einfach nur komplett nervt. Er hatte halt wirklich die ersten Minuten überhaupt keinen Zugriff. Aurier habe ich in den Lauf geschickt. So, jetzt bitte der Anschlusstreffer, komm schon. Jetzt bitte der Anschlusstreffer. Ich verstehe nicht, warum ich da faul angeblich. Das war halt eher ein Faul, ne? Aber ich habe eh nicht einen Ball. Wo passt denn der hin? Wo passt denn der hin? Ich drück einfach nur rüber, dass er den Pass querlegt. Und was macht der? Der haut ihn nach hinten. Das gibt überhaupt gar keinen Sinn. Oh, ich habe direkt auf Passen gedrückt. Ich schaff's gerade nicht, ruhig zu bleiben in dem Spiel. Ich merke das. Weil es einfach richtig scheiße läuft. Oh. Fuck, Mann, die ganze letzte Weekend League ist für'n Arsch, ey. So ein schlechter Schuss sollte auch gar nicht so kommen. Pass sollte auch nicht auf Verratti gehen. Wir haben noch Zeit, wir haben noch die Chance. Auch wenn der Gegner jetzt super defensiv spielt, wir haben noch die Chance. Wenn wir jetzt ein Tor machen. Was für eine behinderte Flanke. Und auch geil, was für ein Spieler ich da ausgewählt kriege. Nicht der, der näher steht zur Flanke, sondern der, der halt komplett weit weg steht. Ein Scheißspiel, ey. Was für ein.
Problem ist halt, es ist leider nicht mehr unverdient, diese Führung. Warum? Weil ich mir einfach überhaupt gar keine Torschance mehr spiele. Seitdem der hier 2-0 führt, im Gegenteil, er spielt sich hier Chancen. Mega schlechter Abschluss. Also leider ist mittlerweile der Sieg für ihn absolut verdient, muss ich zugeben. Ich glaube, das 2-0 hat mich auch einfach, war wieder natürlich der falsche Spieler, hat mich glaube ich auch zu sehr emotional mitgenommen. Hab einfach nicht mehr 100% mich fokussiert. Er soll ihn lange auf Reparie spielen, ich weiß nicht, was hier los ist. Also ich mache dann trotzdem noch eine Aufnahme. Aber keine Ahnung, also der Gegner spielt eigentlich schlechter als ich. Wie gesagt, die erste Halbzeit, bevor er das 1-0 macht, hat man es denke ich auch gesehen. Wie ich ihn eingekesselt habe, hat keinen Zugriff gehabt. Dann schießt er halt so ein glückliches 1-0 und dann irgendwie den Faden verloren, ich weiß es nicht. Verstehe nicht, warum er wieder ins Aus geht. Oh, ist das eine bittere Niederlage. Wie gesagt, unterm Strich geht der Sieg leider verdient für den Gegner. Wir haben uns auch überhaupt gar keine Torschancen mehr rausgespielt. Und keine Ahnung, es hat mich einfach wieder zu sehr mitgenommen. Ich weiß auch nicht, also das emotionslose Spiel, was ich aufziehen wollte, hab ich einfach nicht hinbekommen. Die dritte Niederlage, das ist scheiße. Gegen den Gegner, wo halt wieder mal ein Sieg drin gewesen wäre. Wie bei den anderen zwei Niederlagen auch. Wobei bei den anderen zwei Niederlagen war eine so halb verdient, sage ich mal. Eine war unverdient. Die hier war jetzt verdient. Aber jetzt habe ich mir selber zuzuschreiben, dass sie verdient war. Weil ich halt nach dem 1-0 so halb den Faden verloren habe. Und nach dem 2-0, das hat mich einfach zu sehr aufgeregt, dieses 2-0. Dann, ja. Ich konzentriere mich gerade wieder zu sehr auf die Sachen, die die Gegner gut machen. Beziehungsweise ist es ja nicht schlimm. Aber dann kann ich mal ja selber die Fehler abstellen. Sondern ich konzentriere mich einfach zu sehr auf die Tore, die sie machen, und ich konzentriere mich wieder zu sehr auf die Dinge, die meiner Meinung nach, wie soll ich sagen, ja, unfair ist jetzt ein hartes Wort, das ist falsch, nicht unfair laufen, sondern unglücklich, das ist das richtige Wort. Also ich konzentriere mich gerade zu sehr auf die Dinge, die unglücklich laufen. Ich denke, wenn ich hier einfach so weitergespielt hätte, wie ich vor dem 1-0 gespielt habe, also ich mache jetzt noch eine Partie, ich habe ja gesagt, dass ich zwei mache, wenn ich noch Zeit habe. Zum Aufnehmen mache ich natürlich noch eine. Weil ich fühle mich gerade gut und ich weiß, dass ich mich hier einfach zu sehr emotionalisiert habe, aber jetzt nicht so sehr in diesem Emotionsloch bin, dass ich da ohne Pause nicht rauskommen würde. Also ich traue mir eigentlich zu. Ich traue mir eigentlich. Ich traue mir eigentlich zu, jetzt wieder das abschütteln zu können und wieder 100% zu geben. Weil ich weiß, wenn ich so weitergespielt hätte, oh interessant, auch Bundesliga, auch ein starkes Team. Wenn ich so weitergespielt hätte und Chicharito Hunter, also Pace, endlich habe ich darauf geachtet. Wenn ich so weitergespielt hätte wie vor dem 1-0, wäre viel mehr drin gewesen. Und ich habe mich einfach dann schon abkochen lassen. Also jetzt wieder das Abstreichen, das wieder mal als Lektion nehmen. Und mich darauf konzentrieren, dass ich einfach emotionsloser spiele, zumindest das Negative. Und einfach konzentriert spiele. Und ich glaube, ich habe auch wieder versucht, zu sehr das Ganze, oh das war schlecht gedribbelt von Werner. Zu sehr das Ganze zu erzwingen, wieder dieses Gegentor, also den Ausgleich, das war, denke ich, ein Fehler. So, und jetzt einfach, selbst wenn ihr das 1-0 fresst, selbst wenn es unverdient ist, scheiß drauf. Einfach durchziehen, das Ding. Und weiterspielen und nicht versuchen, irgendwas dumm zu erzwingen. Oh, werde ich wieder gehalten. Und dadurch geht der Ball raus. Schade. Hatte ich eigentlich ganz gut getrippelt mit Reus. Das macht er gut. Dann aber irgendwie auch nicht mehr. Oh, das war knapp. Dazu gerade ziemlich lange gebraucht für den Pass. Da hätte ich gedacht, dass der Pass durchgeht, wenn ich ehrlich bin. Jetzt drückt er Pause, okay, kurz konzentrieren, wo war der Ball? Ich kann nur nach unten laufen. Einfach nur durchziehen das Ding. Und wenn es ein 1-0 gibt und wenn es unverdient ist, scheiß drauf. Hätte ich vielleicht direkt auf Ball mitnehmen. Auf Pass. Ich hab da auf Schießen gedrückt, oh mein Gott. Ach du Scheiße, da habe ich echt auf Schießen gedrückt mal. Also ich habe auf Schießen gedrückt, ich meiner Meinung nach.
Ich habe einfach auf Schießen gedrückt. Aber er hat halt nicht geschossen. Aber nicht aufregen, das ist auch schon eine Situation, egal, es ist halt durch die Situation, scheiß drauf. Schön getribbelt von Reus. Sehr, sehr geil. Das war ja noch geiler von Kruse gemacht und jetzt passe ich ins Abseits. Ach du Scheiße. Konzentrieren, komm, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Dir fehlt gerade nur der letzte Tick, dir fehlt gerade nur der letzte Tick. Ich hätte einfach mit Kruse weiterrennen lassen. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Einfach weiterspielen. Man scheint gerade Zeit zu brauchen, weil er lässt alles durchlaufen. Keine Ahnung, was der Papa gerade gemacht hat. Versuch gar nicht erst drüber nachzudenken. Wäre vielleicht geil gekommen. So, jetzt einfach Werner. Werner kann das doch nach der Ecke. Das hat er jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal gemacht. Also zweimal auf jeden Fall. Oh, wieder rennt irgendjemand im Torhüter an. Verdammt. Egal, wir bleiben ruhig, wir bleiben ruhig. Also ich merke wirklich, dass es mir gerade schwerer fällt, ruhig zu bleiben, als ich gedacht hätte, aber ich glaube, wenn ich mir oft genug das einrede, dann klappt es auch. Das mal diesmal hat Baba gut gemacht. Schade, 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 schade. Aber wir haben Chancen, wir haben Chancen. Das ist erstmal das Wichtigste. Sehr gut von Vidal. Er geht auch ziemlich schlecht und aggro drauf teilweise. Oh, schade, ich dachte, er macht. Oh, da hätten wir ihn fast gehabt. Aber Glück. Einfach konzentrieren. Hier ist alles drin in dem Spiel. Hier ist alles drin. Fehlt gerade der Abschluss. Wir spielen uns eigentlich total gefährlich in den Strafraum, aber der Abschluss fehlt. Mist, da habe ich gedacht, er bricht ab und zieht nicht durch. Sehr gut. Dann haben wir eigentlich schon rausgespitzelt. Das macht er leider gut. Ja, pass mit Draxler auf. Draxler war leider gut und der Abschluss war auch einwandfrei. Flacher Abschluss ins lange Eck. Oh, wir spielen uns so viele gefährliche Chancen raus in den Strafraum rein und kriegen halt keinen Abschluss hin. Er spielt sich eine gefährliche. Hör auf. Nicht aufregen. Wir spielen einfach so weiter, wie wir gerade eben gespielt haben bisher, und dann drehen wir das Spiel hier. Nichts erzwingen. Gegner verteidigt nicht gut. Wir prallen einfach einen Pisscheck ab.
lass da den Angriff durchlaufen. Einfach konzentrieren. Wir sind meiner Meinung nach der bessere Spieler. Er hat halt einen super guten Abschluss gewählt, muss man zugeben. Der letzte Pass auf Draxler war auch gut. Aber bis dahin hat er halt nichts auf die Kette gekriegt. Macht super viele Aufbaufehler, wie ich finde. Das verstehe ich nicht, warum er da nicht vorbeipasst. Aber egal. Einfach konzentrieren und nicht erzwingen, sondern gut weiterspielen. So wie bisher. Und dann schießen wir hier auf jeden Fall den Ausgleich. Verstehe ich nicht, warum er das, den Pass inne macht, aber er kommt an. Oh, ist das ärgerlich. Aber immerhin mal der Abschluss. Also das ist doch ein gutes Zeichen. Hätte man vielleicht höher schießen müssen, vielleicht auch flach ins lange Eck, schwer zu sagen, aber ist egal. Werner macht ihn jetzt einfach. Ich hatte halt mit Reus nicht mehr wirklich die Chance, da grob was zu timen. Vogt halt mega schlecht gespielt. Sehr gut für Vogt. Aber wir haben jetzt Abschlüsse gehabt, wir haben gute Chancen gehabt, würde ich sagen. Oh, wir waren durch, damit habe ich nicht gerechnet, dass es so aggro drauf geht. Also Pass. Vidal. Ich habe gerade echt das Gefühl, es klappt einfach so vieles nicht, was ich machen will. Das war so ein einfacher Laufpass, den Vidal nicht spielt. Ich verstehe es nicht. Aber ich versuche, ich spiele das schon wieder viel zu oft, die Sachen, über die ich mich aufrege, die nicht funktionieren. Das darf nicht passieren. Okay. Schlechter Abschluss, überhasteter Abschluss, super schwerer Abschluss. Und er hat natürlich Glück. Ich sag ja, da macht. Das ist schon der zweite krasse Fehler im Strafraum, den er macht. Und er wird halt nicht bestraft. Aber egal, ich gehe jetzt mal auf sehr offensiv. Wir brauchen ja nur ein Tor, also wir machen das Tor noch. Sag ich doch, verdammt nochmal, was für eine Befreiung. So verdient und so, oh, ist das eine Befreiung. Ruhig geblieben und dann muss es halt einfach Kruse machen mit seinem starken Linken. Fuck, Mann. Wurde das aber auch Zeit. Jetzt machen wir noch das 2-1 und drehen das Spiel, bevor es zu Ende ist. Puh. Selbstvertrauen wiederholen und aufhören, über das, was nicht klappt, sich aufzuregen. Passiert halt, scheiß drauf. Beim Gegner wird auch nicht alles funktionieren. Einfach ruhig bleiben, einfach ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben.
Der Gegner verteidigt so schlecht, ich kann so einfach durchlaufen. Nutzt es doch einfach. Nicht passiert. War halt ein dummer Fehlpass von Kruse und hier kriegen wir halt nicht den Ballbesitz. Ist auch okay. Und hier bleibt er wieder am Ball. Hat ein bisschen Glück, aber egal, das war doch mal ganz okay. Einfach ruhig bleiben. Ich brauche mal kurz, ich brauche mal ganz kurz ein paar Sekunden. Wie viel krass Glück der hat im Mittelfeld. Der verliert so oft den Ball und bleibt dran. Komm schon, konzentrier dich. Scheißegal, scheißegal. Ich spiele einfach weiter. Ich kann ja trotzdem mal wechseln. Ich glaube aber, ich nehme sogar Embolo raus statt Reus, auch wenn der ein bisschen weniger Power hat. Achso, ich hätte vielleicht noch Reus auf die andere Seite wechseln sollen. Pass kommt ein Tick zu straff. Werner holt ihn wieder. Sanchez macht dann leider seine Defensivarbeit. Ich glaube aber auch. Na gut, Verlängerung macht nichts, macht nichts. Gegner hat einmal geschossen, ich denke, das sagt alles. Wir sind da bessere Spieler, wir brauchen einfach nur ruhig bleiben. Ich wechsle mal Reus und Hintep von der Seite her. Einfach nur ruhig bleiben und alles wird gut. Okay, es war jetzt nicht gewollt, ihn zu faulen. Aber es ist auch nicht wirklich schlimm. Vor allem, wenn er das schnell macht und dadurch halt alle Spieler noch hinten sind. Sokrates, wozu knallst du den Ball weg? Oh, jedes Mal hat er das Glück, dass einfach Lehn und das Ding in die Arme bekommen. Was ist denn hier los? Scheiße, das ist zu schnell. Ach, er rennt es aus, geil. Aber wenn ich ruhig bleibe, ich glaube, dann habe ich ja echt so gute Chancen. Weil er ist sehr aggressiv und teilweise auch schlecht verteidigt. Das war einfach ein miserabler Pass mal wieder. Komm, du hast noch Pace, komm. Das reicht mir. Mehr war da, glaube ich, nicht drin, ohne dass es sehr kompliziert wird. So, jetzt Werner, mach's einfach geil. Komm, jetzt zeig, was du drauf hast. Ich dachte eigentlich, ich stehe mit Piszczek genau im Passweg. Zum Glück kommt die Flanke richtig scheiße.
nicht schaffen. Schade. Puh, wird er unser erstes Elfmeterschießen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich schieße jetzt noch das verdiente 2-1 irgendwann. Also mich können momentan eigentlich nur meine Emotionen aufhalten. Ich fühle mich gut. Und ich glaube, wenn ich fokussiert und ohne negative Emotionen spiele, dann wird das hier richtig geil. Der Passball einfach viel zu weit. Schade. Ob ich Johnson mal einwechseln sollte, wäre, denke ich, nicht so schlecht. Und hier hat er fast wieder einen Fehler gemacht. Bleibt im Ballbesitz. Ich verstehe nicht, warum ich dreimal auf Pause drücke. Ich hatte ja den Ball und er nichts macht. So, wollen wir jetzt Johnson für Kruse rein, für Reus reinnehmen? Ich glaube, das brauchen wir nicht, oder? Ja, Gustavo, ein bisschen defensive Stabilität. Ich denke, es ist jetzt ein Elfmeterschießen am wahrscheinlichsten. Und Johnson hat bisher wirklich als Wechselspieler offensiv noch gar nichts gemacht. Ist jetzt gewechselt worden? Ja. Merkwürdig. Meine Spieler haben gerade überhaupt keinen Bock auf Ballbesitz, wie es aussieht. Verlieren ihn einfach sofort. Sehr gut für einen Pisscheck. Elfmeter. Oh. Hat wahrscheinlich zuerst einen Ball gespielt. Schade, das war ganz schlecht. Das hätte ich besser dribbeln können. War ein normaler Pass. Kruse macht einen Laufpass draus. Ich verstehe es nicht. Sind hier gerade so am Drücken, aber wir schaffen es einfach nicht mal noch eine geile Torschance zu generieren. Oh, und da kommt nicht zum Schuss. Fuck. Oh Mann, da schaffen wir es nochmal. Aber es kann daran liegen, dass Werner halt keine Power mehr hatte. Egal, wir haben die letzten Elfmeterschießen immer sehr gut gespielt und die meisten auch gewonnen. Einfach konzentrieren, gute Elfer schießen, vor allem nicht verschießen. Lieber zu sicher als zu unsicher. Und dann gewinnen wir auch das Elfmeterschießen. Punkt. So, und jetzt die Fresse halten, einfach mal packst, das laber keinen dünnen Müll mehr und konzentriert einfach auf das Elfmeterschießen. Okay. Macht nichts. So. Geiler Elfmeter.
Scheiße, der Gegner hat leider seine Elfmeter besser geschossen als ich. Ich bin zu spät gesprungen beim Elfmeter. Ich habe zu schlecht geschossen. Leider verdient der Elfmetersieg für den Gegner. Zu spät gesprungen, aber ich habe es natürlich trotzdem nicht verdient verloren. Insgesamt das Spiel, das Elfmeterschießen habe ich verdient verloren. Aber das Spiel an sich hätte ich halt gewinnen können, müssen, wie auch immer. Ich habe eigentlich umsonst den besten Spieler. Gegner schießen in der ersten Halbzeit einmal, ich glaube 6-mal. Aber das Elfmeterschießen habe ich richtig scheiße gespielt. Also das war seit Ewigkeiten das schlechteste Elfmeterschießen. Ich weiß nicht wieso, Gegner hat im kompletten Spiel einmal geschossen. Herzlichen Glückwunsch. Schon wieder eine Niederlage. Ich bin gerade echt überfragt, was ich machen soll. 3 Siege nach 7 Spielen. Stand ich schon mal so schlecht da? Ach sorry, nach 8 Spielen. Nach 8 Spielen 3 Siege. Ich habe keinen Plan, was hier gerade los ist. Ich bin besser. Ich spiele meiner Meinung nach auch nicht so schlecht. Aber ja, ich bin einfach wahrscheinlich zu emotional gerade und nicht fokussiert genug. Anders kann ich mir nicht erklären. Ich meine, Elfmeterschießen ist einfach nur Fokus und... Ja, einfach nur Fokus ist Elfmeterschießen. Und das hat ja gerade gezeigt, dass ich scheiße spiele. Aber ich glaube, ich mache jetzt trotzdem noch eine Aufnahme. Ich werde halt eine kurze Pause machen, aber ich glaube, ich werde trotzdem noch eine Aufnahme machen. Und wahrscheinlich mache ich es so, dass wenn ich jetzt das nächste Spiel gewinnen sollte, mache ich wahrscheinlich eine Doppelaufnahme. Und wenn ich das Spiel verlieren sollte, dann mache ich für diesen Tag jetzt Schluss und mache halt dann die restlichen Spiele am Sonntag. Aber ich bin echt super enttäuscht von mir selber, muss ich zugeben. Nach der letzten Weekend League, wo ich wirklich den Faden raus hatte, wo ich wirklich... Aber das zeigt halt einfach, dass 50%, so gefühlt zumindest, 50% des Spiels ist einfach nur Kopf. Und ich hatte einfach in der letzten Weekend League den besseren Kopf, den viel besseren Kopf. Ich merke das einfach. Ich kann nicht richtig erklären, woran es liegt. Aber manchmal ist es halt einfach so. Und die Weekend League ist einfach auf einem Niveau. Und man hat es ja auch gesehen. Ich hatte jetzt schon 2 Spiele gewonnen, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, da hast du totale Scheiße gebaut eigentlich. Du hast nur gewonnen, weil der Gegner halt wirklich total schlecht war. Also wenn der Gegner halt entsprechend schlecht ist, gewinnt man ja trotzdem. Auch wenn man nicht so fokussiert spielt. Aber die Weekend League hat insgesamt ein relativ hohes Niveau. Und da ist es einfach so, dass man sich das nicht erlauben kann. Also wie gesagt, ich mache jetzt noch eine Aufnahme, mache eine kleine Pause. Und wenn ich jetzt das Spiel wieder verliere, dann ist es halt so. Dann wird es halt die schlechteste Weekend League aller Zeiten, wie es aussieht. Wobei ich hatte schon mal so einen richtig schlechten Start und habe es dann noch auf Gold 2 oder so geschafft. War noch nie unter Gold 2. Aber ich bin jetzt schon enttäuscht. Also selbst wenn ich jetzt alle anderen 18 Partien noch gewinnen würde, was eh nicht passiert, weil spätestens nach 10 Partien bekomme ich so gute Gegner, dass die restlichen 8 Partien nicht mehr alle gewinnbar sind, weil die Gegner zu gut sind. So jetzt nur so gesponnen, ne? Aber selbst wenn ich jetzt alle restlichen 18 Partien gewinnen würde und dann mit 21, ist totale Utopie, ne? Würde ich da mit 21 Siegen da stehen? Das geht doch gar nicht. Moment. Ich habe jetzt 7, nicht 8, ich habe jetzt 7 Partien gespielt. Ja doch, das geht. Ich habe 4 Niederlagen und habe 3 gewonnen. Ja, das passt, okay. Genau, also selbst wenn ich jetzt alle 18 gewinnen würde, dann wäre ich natürlich total glücklich. Oh krass, 21 Siege, das ist es. Ich weiß gar nicht, das ist vielleicht sogar schon Elite 2, glaube ich. Das wäre natürlich mega krass, geil, Hammer, ne? Also würde mich trotzdem freuen, aber ich wäre trotzdem mit den ersten Spielen mega unzufrieden. Aber es war letzte Weekend League war das ja genauso. Da war ich ja auch bei, ich glaube, 4 Niederlagen und sogar nur 2 Siege, kann das sein? Und danach ging es ja auch nach oben und dann, ja, habe ich mega gut gespielt. Aber ich mache jetzt eine kurze Pause, dann mache ich noch eine Aufnahme und dann schauen wir weiter. Also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.